Hi und willkommen zu einem neuen Part von NEC 2. Ja, letzten Part haben wir ungefähr hier aufgehört. Und dann machen wir jetzt weiter da. Ja. Wir waren ja da in dieser Fabrik von der Kobolde. Ha, wir müssen es nicht klein machen, wir können auch drüber springen. Aber... ja, da sollten wir uns klein machen, um kein Risiko einzugehen. Aber ja, wir sind ja gerade, haben gerade so eine Aufgabe, dass wir da die verschiedenen Zahnräder aktivieren, damit wir weiterkommen. Und ja, an der Aufgabe sind wir gerade dran. Und ich gehe da jetzt ein kleines Risiko ein. Und könnten wir da vielleicht hoch? Nein. Anscheinend nicht. Wäre aber wieder so ein perfektes Versteck gewesen. Wisst ihr halt, dass man da hoch... okay, jetzt sieht man eh, dass es nicht... dass eigentlich nicht möglich ist. Und dann drehen wir halt noch eine extra Runde. Aber es wäre halt auch wieder so ein cooles Versteck gewesen, dass man da hochfährt mit dem Zahnrad. Um dann halt... da in irgendeinen Geheimraum zu kommen. Und ja, Neck mag auch ein Laufband. Aber da hinten ist was, das sehe ich. So, wir haben auch anscheinend wieder volle Sonnenstein, deswegen bekommen wir ja Reliktenergie dazu. Und da ist wieder eine Truhe. Wow, ich hatte die Auswahl zwischen Rubinrelikt, Aquarelikt und Rubinrelikt. Also, ja, große Auswahl war es nicht, aber uns fehlt nur noch eine Truhe und keine haben wir bisher verpasst. Und ja, diesmal haben wir es ihnen gezeigt. Ah, und diesmal. Und da müssen wir jetzt erst das rausziehen. Dann das, würde ich sagen. Und dann das. Oder? Ah. Nee, ich glaube. Erst das. Ganz. Und dann das. So, und dann das. Ja, so. Und dann kommen wir da hoch. Ja, und da müssen wir anscheinend wieder runter. Da hinten hat's nichts. Und da sehe ich auch schon fast schon, das sieht aus wie ein Battlefield da unten. Und warum können die manchmal meinen Schlägen ausweichen? Ich finde es ja komisch. Ich meine, sonst geht's doch auch nicht. Da geht's wieder hoch. Und da können wir auch das dritte Zahnrad nehmen. Und anscheinend sind wir durch einen großen Umweg jetzt wieder da am Anfang. Das sollte passen. So, jetzt soll es eigentlich doch funktionieren, oder? Und ist es schon der letzte? Nein, es ist keine letzte. Es ist kein letzter Geheimgang. Da irgendwo. Ich will ihn irgendwie jetzt nicht verpassen. So, diesmal soll es aber klappen. Oder? Klappt's? Sieht so aus.
endlich! Gut, wir sind immer noch in dem Kapitel, also wir können immer noch. Wir haben immer noch eine Chance, dass wir es nicht verpasst haben. Was für eine Stadt! Ja. Und irgendwo da drin hat Jurik die uralten Waffen erschaffen. Das könnte eine Weile dauern. So. Der kämpft schon mal nicht gegen uns. Sind vielleicht da hinten die. Ja, ihr wisst schon was. Der letzte geheime Schatz. Ich bin nur mal runtergefallen. Au. So, mal gucken. Oder ist es sogar. Nein, ist nicht der offizielle Weg. Und da unten ist es. Also. Haben wir wieder alle drei Schatzpunkte gefunden. Irgendwie glaube ich, die haben noch nicht damit gerechnet, dass wir so viele Geräte machen können, weil ich hatte wieder nur die Auswahl zwischen Sachen, die ich schon hatte, oder irgendwelchen Relikten. Ja. Wir sind anscheinend noch nicht groß genug, dass wir die Vasen einfach so zertrampeln können. Die Skorpione regen mich übrigens gerade ziemlich fest auf, also das sind meine Hassgegner bis jetzt. Okay, nein, die Hassgegner sind diese riesigen Roboter, gegen die man keine Chance hat. Ist da hinten irgendwas? Nein. Aber ja, weil die Skorpione sind irgendwie fast schon unfair manchmal. So. Alter, geht doch. Und was hat mich da gerade getroffen, wenn ich fragen dürfte? Naja. Aber anscheinend sind die Kobolde noch hier ziemlich aktiv. Ich meine, hier sind ziemlich viele Kobolde, die Stadt da schützen. Dann schauen wir nach. Okay, irgendwas haben sie ja gerade geredet, aber verstanden habe ich nicht. Einen Moment. Vielleicht kann ich sogar die Untertitel. Ah, ich kann die Untertitel anschalten. Dann schalte ich die mal an. Ja, da könnte ich auch Zeit und Ergebnis. Okay, kann ich noch nicht anschalten. Aber ich könnte auch da ganz hell machen, aber ich finde, das passt. Das sieht noch am normalsten aus. Ich meine, wenn wir da mal in den Optionen ganz hell machen. Ich finde, es sieht aus, als wird die Sonne brutzeln. Es sieht unnatürlich aus, finde ich. Und da ist Gott sei Dank so ein Stein. Mit dem bearbeiten wir gerade mal den Typen, weil mit dem will ich mich nicht anlegen. Und die Bombe ist einfach mal durch den Boden geglitscht. Okay. Dann gehen wir jetzt mal dadurch. Und bekommen wieder ein bisschen Reliktenergie, weil wir voll sind. Ja, wir machen jetzt. Da, wir haben jetzt schon drei Reliktenergien oder wie man es nennen will. Wir bekommen immer mehr, weil das extrem viele Sonnensteine sind. Ey, bleibst du da? So. Unfassbar, dass Kobolde das gebaut haben. Da. Das waren Hochkobolde, Lucas. Die sind ganz anders als. Jetzt muss ich auch nicht mehr aufhören zu reden, weil jetzt könnt ihr es einfach da unten lesen, wenn ihr wollt.
Doof, dass mir das nicht schon früher eingefallen ist, aber ja gut. Wir müssen immer noch im gleichen Kapitel. Und ich bin, wenn ich mal anmerken darf, ziemlich froh, dass hier kein Versteck ist, weil es ist ja ziemlich eklig zu suchen. Aber hier geht's glaub ich, ins nächste Kapitel. Da brennt ja Licht. Glaubt ihr, da unten ist jemand? Es ist 200 Jahre her. Wenn jemand da unten ist, dann hoffentlich auf unserer Seite. Haha. Was ist das für ein Ort? Sieht aus wie eine Art Lagerhaus. Nicht ganz das, wonach wir suchen. Haha, als ob hier jemand für uns wäre. Ich meine, da hat jemand die... Moment. Ach so, so können wir das anschalten. Da lohnt sich ja doch dieser Schlag. Aber ich meine, irgendwer hat hier die Roboter wieder zum Leben erweckt. Und hinten ist was. Und wir haben wieder... Oh, sorry. Wir haben wieder zwei Truhen. Aber ich meine, wenn jemand die Roboter hier erweckt hat, also die Roboter erweckt hat, dann wahrscheinlich hier. Und ich glaube, dann ist er nicht auf unserer Seite. Oh. Oh, diesmal ein Metallneck in hübscherer Version. Metall steht echt gut, Kumpel. In antikerer Version. So, so, eine Linie ziehen. So viele Kisten. Ja, aber was ist drin? Das ist die Frage. Wirklich genial, Neck. Ja, gell? Ja, und ich mag Metallneck ziemlich fest, weil er ist ziemlich stark. Wie sahen diese Hochkobolde denn aus? Ich meine, schaut euch nur mal an, wie er so da drauf haut. Hm, vielleicht finden wir ja eine Mumie oder so. Ja, was auch... Oh, okay, da dürfen wir nicht drauf treten. Okay. Aber ich meine, schaut euch nur mal an, wie er so auf den Boden haut. Mit seinen, mit den geballten Fäusten da. Wie hat sich das gerade nachgeladen? Oh, wow. Mann, wie realistisch. Nein, nicht weiter runter. Aber ich würde sagen, es sieht... Ja, wir bleiben da für diesen Part und machen den nächsten Part hier bei diesem Lagerkisten oder so auch weiter. Also, bis zum nächsten Part. Falls euch diese Videos gefallen, lasst ein Like da und falls ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt und so, abonniert mich doch. Also, bis zum nächsten Part. Ciao.